So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, stellen wir Rüstung her. Sonst vergesse ich das wieder bei einem kleinen Kram, den wir erledigen müssen. Warum kommt ihr da nicht raus? Und genau solchen kleinen Kram meine ich gerade. Den Station-Befehl erstmal aufheben mit O. Jetzt könnt ihr da alle raus und vor der Leiche weglaufen. Oder auch stehen bleiben und gaffen, wie das der eine das anscheinend tut. Nee, okay. So, jetzt aber erstmal überprüfen, wie viel Eisenwaren wir haben, wie viel Kohle wir haben und so weiter und so weiter. Gehen in die Stockpiles und gucken mal. Wir haben Barren, 26 Eisenbarren, 130 Goldbarren. Aber da wollen wir keine Rüstung draus herstellen. Wir hätten ziemlich viele Kupferbarren. Das könnten wir für Waffen verwenden. Und ja, ich glaube, das war richtig so. Waffen? Ja, macht Sinn. So, und wir haben zwei Stahlbarren. Haben wir noch Silber irgendwo? Sterling-Silber? Nee, ist was anderes. Blei wäre nicht so toll, obwohl es auch schön schwer ist. Ich weiß nicht, ob das bei den Wuchtwaffen denn nicht gut wäre. Müsste eigentlich, oder? Nee, wir wollen Silber haben. Oh, Platin. Nee, komm, daraus bauen wir irgendwas anderes. Bronze hätten wir auch noch. Und da sind die Silberbarren. 9 Stück. Ja, okay. Dann versuchen wir doch mal Silber-Warhammer herzustellen. Konnten wir das direkt in den Befehlen so machen? Wir hätten jetzt gerne neuer Befehl, Q, Silver Warhammer. Ja, das macht er. Dann probieren wir doch mal 9 Stück. Eventuell macht er das gleich. Und wenn nicht, dann wird er meckern, dass nicht genug Barren sind. Dann bedeutet das, dass er mindestens 2 oder sogar 3 pro Waffe braucht. Das wäre extrem ärgerlich. Aber ja, das soll er schon mal machen. Dann habe ich vergessen zu gucken, wie viel Kohle wir haben. Stockpiles. Das war auch unter Barren. Ja, 35 Stück. Oh, das ist okay. Also eigentlich noch 26, weil wir ja schon 9 für die Warhammer veranschlagt haben. Aber 26 an sich wären auch noch in Ordnung. Wobei man da bedenken musste, wir haben recht viele Einschmelzbefehle verteilt für die ganzen Ambosse hier zum Beispiel. Was sagt unser Holzstockpile? Ah, der sieht gut aus. Und dürfte auch noch größer werden, da ich ja oben gerade erst hier die Abhackbefehle verteilt habe. Ah, hier noch gar nicht. Das machen wir auch nochmal kurz. Ja, definitiv viel zu viele Kleinigkeiten, aber ich werde es nicht vergessen. Wir stellen Rüstung her, wir stellen Rüstung her. Wir stellen Rüstung her, das hätten wir auch fertig. So. Also, Kohle haben wir auch genug. Das heißt, wir stellen jetzt her. Aus aktuellem Anlass. Iron Helm. 10 Stück. Damit wenigstens unser einer Trupp die Eisenhelme komplett hat. Hoods, also diese Lederhauben. Dafür bräuchten wir pro Zwerg eigentlich 7 Stück. Gucken wir mal, was unsere Rohlederreserven sagen. Tentheids. Wir haben Oktopusleder. Haileder, Kiwileder. Wir wollen unsere Lederart da. Davon haben wir jede Menge. Sehr schön. Also bitte herstellen. Q. Wir hätten gerne. Geht so nicht. Leder. Hood. 30 Stück. Und nochmal. Leather Hood. 30 Stück. Damit dürften unsere Lederer jetzt eine ganze Weile beschäftigt sein. Aber das war ja nur der Kopfslot. Was fehlt uns denn noch so? Wir hatten nicht besonders viele Brustpanzer. Das weiß ich noch. Aber das Suchen nach den Rüstungsteilen ist ein wenig problematisch. Weil wenn wir jetzt hier nach Rüstung suchen, dann haben wir, wuff, die ganze Liste hier. Oh, es geht eigentlich. Wir haben 7 Stahlbrustplatten. Das ist doch mal sehr schick. Also fast für unseren ganzen Trupp ein Stahlset. Kettenhemden sind ein bisschen arg gesät. Aber wir haben auch noch 3 Eisenbrustplatten. Das heißt, unser Hammertrupp müsste sich idealerweise die 7 Stahl- und die 3 Eisenbrustplatten schnappen. Eine Mahagoni-Brustplatte? Das muss irgendwas von den Elfen sein. Das lassen wir mal schön verbrennen. Aber ja, Eisenmail-Shirts. Davon brauchen wir mindestens noch einen und im Idealfall 21. Denn wenn mich meine Layering-Künste nicht täuschen, dann konnten die eine Brustplatte tragen und 3 Kettenhemden. Auch wenn das bestimmt ziemlich kurios aussieht.
Aber es sind halt Zwerge, die sind komisch. So, was haben wir noch? Also Helm haben wir jetzt geschützt. Wir haben den Torso geschützt. Wie schaut es mit den Beinen aus? Bei den Beinen sehe ich oben keine einzige Eisenware. Die wurden normalerweise hier nach oben geschoben. Netterweise, was echte Übersicht hilft. Aber da haben wir anscheinend gar nichts. Das ist sehr, sehr schlecht. Wie schaut es mit Schuhen aus? Obwohl das ja nicht wirklich tödlich ist. Wir müssen eigentlich nur die Körperpartien schützen, die tödliche Wunden verursachen können. So wie der Trainingsspeer ins Auge da eben gerade. Das dürften wir durch die Eisenhelme und die Lederhauben verhindern können. Und die Brustplatten genauso für den Torso, wo halt auch vitale Organe sind. Also wichtige Knotenpunkte. Aber trotzdem, es tut irgendwie wie ein Speer ins Bein zu bekommen. Und ich denke, sie werden sich auch darüber aufregen, wenn sie unnötigerweise verwundet werden im Danger Room. Also, nächste Priorität, Beinpanzer. Und Schuhe. Ganz viele Schuhe. Wir haben 114 Spinnenseidensocken. Und 117 Riesenspinnenseidensocken. Das ist schon ein wenig kurios. Das heißt, wir haben alleine Seidensocken 240 Stück. Obwohl wir irgendwie nur 80 oder 90 Zwerge haben. Das ist alles sehr komisch. Aber ja, die ganzen Goblins, die wir töten, haben auch immer ihre Kleidung dabei. Und anscheinend tragen die Zwerge auch die Goblin-Kleidung. Und die ganzen Migranten, die immer wieder gestorben sind, die lassen ihre Kleidungsstücke hier auch auf dem Schlachtfeld liegen. Makaber, makaber. Aber na gut. Wir wollen jetzt wieder JMQ und wir hätten gerne Iron Greaves heißt das. Das sind die richtigen Panzerplatten, die auch am meisten Partien schützen. Davon hätten wir gerne 10 Stück. Dann hätten wir noch gerne Iron Mail Shirt, davon erstmal nur ein. Und dann noch Iron, wie hießen die Schuhe? Ich glaube High Boots. Genau, Iron High Boots, davon auch nochmal 10 Stück. Ich denke nicht, dass die Eisenreserven reichen werden. Denn je nachdem, welcher Slot das ist, verbraucht das auch mehr Barren. Also ich glaube, die Schuhe brauchen nur einen, das ist okay. Aber die Hosen brauchen schon 2. Und das Mail-Shirt sogar 3. Aber müssen wir gucken, der Schmied wird sich schon irgendwann zu Wort melden, wenn er keine Barren mehr hat. So, also, das wichtigste Ziel für diese Folge schon mal erreicht. Wir rüsten unsere Zwerge aus. Nächstwichtiges Ziel ist, dass die Miliz nicht eingezogen wird. Egal, was passiert. Okay, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert, müssen wir sie einziehen. Aber so eine Kleinigkeiten, da sollten wir uns echt zurückhalten. Denn die haben schon viel durchgemacht in letzter Zeit. Sonst rastet wieder einer von denen aus. So, oh. Anscheinend, dadurch, dass ich das Spiel zwischenzeitlich neu gestartet habe, also zwischen der letzten Folge und dieser, funktionieren jetzt die Floodgates wieder. Und haben einen Zwerg eingesperrt. Ne, sogar mehr. 1, 2, 3, 4, 5 Zwerge. Das ist nicht gut. Mach mal das da auf, bitte. Wo wir gerade davon sprechen, dass Zwerge immer wieder sterben und Zwerge unglücklich sind. Sowas könnte auch dazu führen, dass Zwerge sterben oder unglücklich werden. Komm schon. Chop, chop. Und irgendein Zwerg wurde auf der Streckbank vergessen und ist eingeschlafen. Ja, kurios. Na gut, unser Arzt macht die Tore auf. Das ist doch schon mal schön. Nur war es das falsche Tor. Das da ist viel wichtiger. So, und kommt rein, ihr Zwerge. Na also, keiner von denen ist verdurstet, aber der hier blinkt ganz schön wüst. Der hat einen grünen Pfeil nach unten. Nee, Quatsch, einen braunen Pfeil, einen blauen Pfeil und einen weißen Pfeil. Also hungrig, durstig, müde. Ja, das waren die drei, glaube ich. Rot war traurig oder war das blau? Ich guck mal ganz kurz bei unserem Koch, der scheint anscheinend... Na, was ist er? Nee. Wir wollen zum Koch. Wir wollen weiter runter. Da steht nirgendwo unhappy oder very unhappy. Gucken wir mal kurz seinen Zustand an. Ah doch, er ist unglücklich. Warum wurde es denn nicht auf dieser Übersicht angezeigt? Hat den Tod beobachtet, ja. Hat ein sehr schönes Floodgate betrachtet. Hat mal wieder jemanden angeschrien und hat sich ein bisschen besser danach gefühlt.
Das war wohl wieder der arme Gerugon, der angeschrien wurde. Und sie hatte eine lange Patrouillendienst. Nee, warte mal. Achso, doch, das gehört dazu. Ja, also hatte einen langen Patrouillendienst, gehört also zur Miliz, ist auch ein Hammerzwerg und hat ebenfalls das Miasma abbekommen. Ja, das hätte echt nicht passieren sollen. Das kriegt echt jeder ab und jeden stört's. Das ist... Na gut. Die soll jetzt erstmal betrinken und schön was essen und dann geht's dir auch schon wieder gut. So, und was ist mit dem da? Der blinkt auch so komisch. Der ist ohnmächtig. Auf der Streckbank. Anscheinend keine Wunden mehr. Vielleicht muss er einfach nur noch runtergeholt werden. Lieber Herr Doktor. Oh, ihre linke Schulter ist fractured, also zersplittert, gebrochen, irgendwas in der Richtung. Eine interessante Kombination. Sie ist über die Maßen muskulös. Sie hat eine sehr, sehr hohe Stimme. Ihr Kopf ist kahlrasiert. Sie hat goldene Augen, die leicht hervorstehen. Und hat faltige Haut. Ja, die Details zwischendurch sind echt lustig bei jedem Zwerg. Das wird ja alles zufällig generiert. Und sie hat 5 Kinder. Okay, sie ist verheiratet mit einem Hammerzwerg. Das kann schon mal nicht gut enden. Hat 5 Kinder. Kadul, Onul, Dastot, Sigun und Mossus. Den haben wir allen keine Namen gegeben. Also sind die vielleicht gar nicht hier in der Festung. Das wäre schon mal vorteilhaft. Sie ist die Tochter von Doron und Kossos, die anscheinend auch beide nicht in der Festung sind. Und verehrt etwaige Götter. Ja, okay. Und sie ist 45. Na gut, genug Details. Ich hoffe trotzdem mal, dass irgendjemand sie von der Streckbank runterholt. Muss ja nicht sein. Und Gerugon hat mal wieder irgendwas verboten. Und hat ein Mandat. 2 Crossbows. Ist ja nicht so, dass Holz gerade so ziemlich das Wichtigste ist, was wir überhaupt haben könnten. Aber nein, unser werter Herr Anführer sagt, wir wollen Crossbows haben. Oh, ich könnte die einfach aus Knochen herstellen und nicht aus Holz. Ah, das mache ich doch mal. Wir hätten gerne Bone. Geht hier gar nicht. Make Crossbow. Ach so, muss man schreiben. Okay, Make Bone Crossbow. 2 Stück. Weil Knochen dürften wir jetzt allzu Genüge haben. Wobei mir gerade einfällt, wir sollten schön weiter Kinkerlitzchen produzieren. Und die Kisten, um das ganze Zeug zu stapeln. Aber die hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon in Auftrag gegeben. Gucken wir mal kurz. Coffin, nein. Die ganzen Holzsachen sind anscheinend schon abgearbeitet. Jetzt werden noch die ganzen Särge produziert. Und Rüstung und Waffen etc. Ja, nee, stimmt. Das sollten wir nochmal ganz kurz machen. M. Wir hätten gerne Wooden Bin. Genau, du. Davon nehmen wir mal 20. Dann hätten wir noch gerne Make Charcoal 30. Auch wenn er wahrscheinlich irgendwann zwischendurch meckern wird, aber dann gehen wir halt wieder Holz hacken. Ist okay. Und irgendwas war da noch. Holz, Kohle, Blöcke. Ah, genau, Schmelzbefehle. Melt. Melt a metal object. So, das Ganze bitte auch 30 Mal, auch wenn wir so viele Befehle, glaube ich, gar nicht haben. So, das. Jetzt haben sie schön viel zu tun. Können wir mal kurz gucken, was noch so erledigt werden müsste und dann machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Das Holz, da wird alles gleich verschwinden, nach und nach. Wo ist unser Steinlager? Da ist unser Steinlager. Oh, sieht auch noch okay aus. Hier ist unser Knochenhaufen, der schon fast eine ganze Etage ausfüllt. Hier oben hatten wir auch noch ein Lager, genau hier. Das könnten wir übrigens mal aufheben. PX. Das bitte einmal weg, damit die Knochen alle nach unten transportiert werden und schön zentral gelagert sind. Und nicht hier direkt neben dem Handelsposten. Das ist doch ein wenig abschreckend für die Diplomaten und Händler.
So, was ist da unten mit der goldenen Treppe los? Die wurde schon wieder abgebrochen. Die soll doch weitergebaut werden. Wir müssen doch auf unsere 200 Zwerge kommen. So, was ich gerade noch sehe, die Floodgates. Also anscheinend funktionieren sie ja wieder, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Mir wurde angeraten, die vielleicht zu ersetzen durch Brücken. Also durch Brücken ohne so eine Grube davor, wie wir es hier haben. Einfach nur hier so zwei Felder breit eine Brücke hinzustellen. Das scheint wohl irgendwie effektiver zu sein, da das nicht blockiert werden kann. Muss ich mir überlegen. Momentan sieht es so ja noch ganz gut aus. Nicht fliegende Gegner kommen eh gar nicht rein, wegen der ersten Brücke. Und selbst wenn die aus Versehen mal offen ist, dann müsst ihr durch die ganzen Fallen hier durch. Und das sind ja doch schon eine Menge. 18, 27, 36, 45 Stück. Das hält schon mal zwei, drei Trupps Goblin auf jeden Fall auf. Und wir haben ja auch bald hoffentlich unsere funktionierende Miliz. Die dürfte dann den Rest aufhalten können. So lange wie sie brauchen, bis die hier alle durchgewuselt sind, ist unsere Miliz auf jeden Fall gesammelt. Weil sobald der erste Goblin in eine Falle tritt, oder was auch immer da ankommt, hält ja der Rest erstmal an. Bleibt stehen, grübelt eine Weile, vergisst dann, dass der erste Goblin in die Falle gelaufen ist und läuft weiter. Dann tappt der nächste in die Falle und dann geht das Ganze von vorne los. Also ja, das zieht sich ewig, bis sie da durch sind. So, der eine Koch da unten ist immer noch unglücklich und hey, wieso hast du da gerade... Also der eine Zwerg, ich weiß nicht welcher von den beiden, ist gerade dahin gelaufen und plötzlich war da ein Blutfleck an der Wand. Das ist doch Blut, oder? Ja, ein Spritzer von Peregrin-Falkenblut hat einer von denen an die Wand geschmiert. Haben wir jetzt noch irgendwelche Nekromanten oder Schwarzkünstler bei uns in der Festung? Was soll denn das jetzt? Ja, okay, auf die werden wir ein Auge haben. Aber gut, wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder.